Ich hoffe, dass Sie nun einen kleinen Einblick in die militärische Ausbildung beim römischen Armee erhalten haben. Trotzdem war es nicht so, dass in der Antike ständig Krieg geführt wurde. Über viele Jahre und auch Jahrzehnte beschränkte sich der militärische Einsatz auf kleine Expeditionen im Einzug von Tributzahlungen oder der Abwehr kleiner Raubüberfälle von unorganisierten Germanenverbänden. Die meiste Zeit verbrachten Soldaten mit anderen Aufgaben, zum Beispiel den Bau oder die Instandhaltung von Gebäuden, Straßen oder Befestigungen, den Fällen und Transport von Holz oder dem Brennen von Ziegelsteinen als Baumaterial. Wenn wir Ihr Interesse am römischen Militär geweckt und Sie weitere Fragen haben, würden wir uns sehr freuen, Sie im Lager der 14. Mendelika-Kohorte begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß auf dem Römerfest. Vielen Dank.